So Leute, ich bin's wieder im Siaschl und es geht auch schon weiter mit unserer Tour hier. Man muss seine Science-Daten zu entziehen. Ich schlage dann vor, also ich fliege jetzt schon mal los hier wieder mal. Stelle uns mal kurz auf. Die Engine ist ja noch aktiv und zack. Erstmal hier gerade hoch. Das reicht. So, 45 Grad einschlagen. Und dann geht es hier schon wieder rüber. Ich würde dann vorschlagen, da wir jetzt im Moment ja eigentlich hier nicht mehr groß, das habe ich ja jetzt schon ein Part aufgenommen, was ich hier im Prinzip nur mache. Das heißt, ich werde, jetzt haben wir wieder Midlands, das heißt, ich werde dann eh gleich das Ganze noch in diesem Part zu Ende bringen, das heißt automatisiert. Das heißt, ich werde nicht aufnehmen und werde aber den Rest dann, weil einmal wie gesagt, habe ich schon aufgenommen und was anderes mache ich hier im Prinzip auch nicht. Lowlands hatten wir, glaube ich, schon, oder? Review, Midlands, Review, Slopes, Review, Lowlands. Ja, die haben wir schon. Slopes haben wir auch schon. Wie gesagt, da werde ich dann halt das jetzt gleich mal machen. Und dann würde ich sagen, fliegen wir in diesem Part dann schon zum Mond, wenn uns das dann gelingt. So, ich würde am besten mal bis hierhin. Über den Berg möchte ich auf jeden Fall noch. So ist doch mal gut. Und wenn wir da ein bisschen zu viel haben, ist das auch nicht schlimm. Dann killen wir einfach wieder unsere Geschwindigkeit und dann geht's los. Gut, ansonsten. Lowlands sind wir immer noch. Wie gesagt, ansonsten, jetzt nehme ich noch kurz was mit auf. Wenn irgendein neues Biom ist, dann. Obwohl, nee, dann nehme ich es eigentlich auch nicht mit auf. Slopes, Midlands, Lowlands, was auch alles gleichzeitig hier. Wie gesagt, wenn irgendwas sein sollte, so was Wichtiges wirklich, dann nehme ich natürlich auf. Ansonsten, wie jetzt hier, dass ich hier nur die Biome, Flats, okay. Haben wir hier hinten, denke ich mal, auch nochmal. Ansonsten, wenn wir hier nur diese Biome haben, dann ist das, denke ich mal, nicht so der Hit. Weil das kennen wir ja schon, die Biome, na gut, die kennen wir zwar vielleicht alle nicht, aber das ist ja dann so. Jetzt können wir hier bremsen. Also, wie gesagt, was ich eigentlich gerade sagen wollte, wo ich eigentlich gar nichts gesagt habe, also einfach bloß hin und her irgendwas erzählt habe, ist, ich werde jetzt hier gleich pausieren. Werde so viel Science-Daten rausholen, also die Biome, die wir haben. Dann fliegen wir in diesem Part noch zum Mond, wenn es halt passt. Müssen wir gucken vom Treibstoff her. Vorher tanken wir natürlich nochmal auf, das ist klar, aber danach fliegen wir hoffentlich noch zum Mond. Ansonsten, ja, falls nicht oder falls irgendwas passieren sollte, dann nehme ich halt auf. Also falls nicht und wir was anderes machen, dann nehme ich es natürlich wieder mit auf. Ansonsten, falls wir dahin fliegen, nehme ich es natürlich auch auf. Und falls irgendwas passieren sollte, sei meine Rakete geht Schrott oder was weiß ich auch immer. Wir werden angegriffen von Aliens, die es gar nicht gibt und alles. Auf jeden Fall so eine Sachen, wichtige Sachen, die da würde ich dann halt auch wieder aufnehmen. Gut, dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So Leute, wie gesagt, es geht weiter. Ich habe aber hier festgestellt, als ich hier gerade angekommen bin, ich war schon mal bei den Polen. Das Einzige, was ich hier nochmal holen konnte, war so ein Surface-Dings-Analyse. Ja, das habe ich ja schon immer genommen. Dadurch, das andere hat sich nicht groß mehr. Eins habe ich noch bekommen. Ich weiß nicht, ob es. Ich glaube, das war der Surface Sample, wo ich nochmal ein bisschen was bekommen habe. Aber sonst denke ich mal, auch habe ich erstmal alle Biome. Das heißt, wir werden uns jetzt erstmal auf den Weg wieder machen. Aufgetankt habe ich. Zum Mond. Wir werden da auch. Ah, können wir gar nicht. Ich wollte gerade sagen, wir werden da auch neben unseren Dings landen. Ich meine, das können wir noch. Aber auffüllen, das können wir es ja nicht mehr. Ansonsten, wie gesagt, wir starten jetzt erstmal. Erstmal nach oben hier, die können wir wieder einziehen. Und wo lang müssen wir? Also eigentlich so lang ist richtig, das heißt von uns aus gesehen, ja, wo lang den Orbit? Ich glaube 200, ah ne, von uns aus gesehen ist es 90 Grad, glaube ich.
Wenn wir den Orbit so lang haben, müsste, glaube ich, so lang fliegen wir raus. Das heißt, da wir den da lang erweitern, rennen wir da lang rein. Müsste zumindest. Wie gesagt, das mit dem müssen und ist, das ist ja immer so eine Sache. Ansonsten, wir fliegen hier schön. Halt. So, der erweitert sich schön. Aber dann verlassen wir dich jetzt. So, da haben wir dich. ZS Target. Na dann mach mal hier was. Scheiß. Erstmal müssen wir hier natürlich auf unsere. Ne? Ne, das geht nur weg. Mal gucken, wenn wir unseren Orbit ein bisschen drehen. Ah, da kommen wir dann zusammen, das ist gut. Upsala, wo ist denn. Mal gucken, können wir es so noch ein bisschen anpassen? Da wird es größer, das ist blöde. Können wir es so noch anpassen? Obwohl, jetzt brennen wir eigentlich dann wieder zum Planeten hin. Können wir aber anpassen, das ist doch nicht schlecht. Ach, jetzt ist die Bahn wieder weg. Ich lasse das erstmal so und gehe erstmal aus der Influenz hier raus von Minmus. Ich denke mal, hier können wir ohne Steuer irgendwie. Ja, gut, ist ja auch. Haha. wenn kein Soil in der Nähe ist, können wir es auch nicht analysieren. Also eine Bodenanalyse im Weltraum, ja. Warum nicht? Gut, also fangen wir mal hier an. Manövernote. Gut, da bringt es nicht wirklich was. Mein Orbit muss ich ein bisschen. Upsala. Drehen. So. 4,4 Meter, die haben wir doch noch. Wie gesagt, und das gleiche Spiel, das habe ich dann auch vor, auf dem Mond zu machen. Also, wir landen wieder. Typisch. Nachdem wir gelandet sind, denke ich mal, werde ich wieder eine Folge so machen, wo ich das bisschen zeige, wo wir da auf dem Mond und Pipapo und alles sind und die Dinger abholen. So, close the approach. So, Moon Periapsis, gehst du hoch? Nein. Schön weit runter, so weit wie es geht. Da steigst du wieder. Das heißt, ich muss jetzt mal wieder ein bisschen gucken, wo ich was machen könnte. Hier singst du dann auch, das ist doch schön. Da 35, 30. 100. Noch sinkt's, okay, das ist gut. Da wird es, glaube ich, gleich wieder steigen. Mal gucken. Wenn ich hier noch ein bisschen. Sind wir 7. Nein, da steigt es wieder. 180. Ich glaube nicht, dass da. Oh, hier passiert nicht viel. Probieren wir mal unseren Orbit so ein bisschen zu formen. Jawohl. Das bringt uns auf jeden Fall. 17.000 ist nicht schlecht. Wir wollen ja nicht gleich crashen, sondern unseren Orbit dann noch ein bisschen formen. Seht ihr mal was? Gut, also. Wir werden dann erstmal wieder unsere Mission angehen, die wir hier haben.
Hallo? Ah, jetzt. Plant a flag on Moon. Space around Moon. Das werden wir erstmal beides machen. So, hier kommen wir schon zu unserem Mond. Wie gesagt, wir sind jetzt schon 27 Tage unterwegs. Ja, das ist noch nicht so viel. Monat. Ja, gut. Da sind wir doch jetzt schon mal hier richtig. Auf dem Mond. Du bist gerade in blöder Position. Dich müssen wir jetzt rumkriegen. Also ohne Flirten, sondern einfach bloß den Orbit hier. Den Orbit ein bisschen umformen. Das heißt, du sollst dich formen. Genau, du drehst dich jetzt wunderschön. Dabei soll die möglichst entweder ein Stück sinken. Oder halt wie jetzt sich nicht groß verändern. Das geht ohne. Weil das können wir am Ende alles wieder bearbeiten. So, wir müssen aber auch gleichzeitig holen. Kriege ich dich eigentlich wieder rangezogen? Kriege ich auch. Also wenn ich hier lang mache, 200, 300 Dings, dann drehe ich dich auch noch mit, das ist gut. Da steigst du wieder, hier fängst du gleich wieder an zu sinken, oder? Ja, steigst noch leicht, jetzt fängst du an zu sinken. Ist doch nicht schlecht. Also, ich würde erstmal vorschlagen, dass wir hier in unserem Krater mal wieder landen. Und dann einfach mal wieder woanders hinfliegen. So, jetzt noch sind wir Highlands. East Farside Crater. Midlands. Midlands. Gut, da landen wir halt nicht in unserem Krater, hätte ich auch bedenken können. Aber wir werden gleich mal zur Landung ansetzen. 30.000 ist auch mal eine gute Höhe. Das heißt, wir fangen jetzt an, unseren Orbit zu bremsen. Ich möchte aber erstmal hier Treibstoff wiedersehen. 100 Verbrauch, naja, es geht ja noch. Surface. Wo haben wir ihn hier? Da. Volle Wärme bremsen, ja, los. Midlands. Mir ist egal, wo wir am Anfang landen, denn wir werden nachher eh springen und von da nach da. Aber das denke ich mal. Obwohl, ich kann den ersten Teil kann ich auch weglassen. Dass ich quasi nur jetzt mit euch lande gleich. Und das war denn dass ich dann wieder das wie gerade auf Minmus mache, dass ich wieder alleine fliege und die ganzen Dinger hole. Und dann sehen wir uns ja dann wieder. Würde ich so sagen. Also das heißt, im nächsten Part dann eventuell schon wieder der Rückflug. Gut, 27 über. Also 27 Kilometer sind wir noch oben. Also 27,5. Das heißt, wir haben noch genug zu bremsen. Da mache ich mir eher Sorge über Treibstoff. Weil bis zur Landung muss er noch reichen. Danach ist uns erstmal egal. Wir müssen auch rechtzeitig bremsen, denn beim Mond ist es nicht so wie bei Minmus. Da haben wir nicht ganz unser 5, da haben wir bloß das Doppelte. Dadurch müssen wir da schon ein bisschen bremsen. Dadurch können wir da nicht mal einfach fliegen, wie wir gerade lustig sind. Aber wir haben immer noch das Doppelte an Schubkraft, das heißt, oder circa das Doppelte, das heißt, das passt auch. Na gut.
Wo steht's? Hier haben wir sogar 4, irgendwas, 5, also. Das ist ja nicht so schlecht. So, Midlands scheinen wir ja irgendwo zu landen. Erstmal will ich gerade nach unten fallen. Den Rest tun wir dann noch bremsen. Wenn es denn soweit ist. Wie gesagt, beim Mond kann ich nicht mal bis kurz vorher warten und dann nicht. Sondern da müssen wir vorher schon reagieren. Da dürfen wir auch nicht zu viel an Geschwindigkeit gewinnen. Aber wir dürfen auch nicht zu wenig zu viel abbremsen. Aber ich denke mal, das reicht. Können wir wieder. Bis da sollte reichen. Bremsen wir wieder ab. Hier wird es nicht so eine Bilderbuchlandung, das kann ich schon mal garantieren. Denn der Mond ist doch schon um einiges schwieriger. Dadurch müssen wir da ein bisschen aufpassen. Treibstoff sieht aber noch gut aus. So, jetzt können wir schon nicht mal mehr Time warpen. Brauchen wir auch noch nicht. Wir müssen jetzt einfach bloß ruhig bleiben, uns darauf konzentrieren, was wir vorhaben, und dann schaffen wir das schon. Also, Landebeine schon mal ausfahren. Bremsen. Wir sind nicht mehr so weit vom Boden entfernt. Schon mal ein bisschen gerade hier machen. Halt, 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 halt. Ich glaube, ich habe schon zu viel abgebremst. 700 Meter, da können wir noch mal ein bisschen beschleunigen. Bis 40 geht, glaube ich, noch gerade so glatt. Dann können wir schon wieder abbremsen, genau. 300 Meter noch nicht zu stark abbremsen, was ich gerade schon mal wieder mache, aber unser Treibstoff reicht, denke ich mal, für die 200 Meter auch noch. Sollte ich erstmal wieder ein bisschen in die Mitte bringen, genau. So, jetzt kommt es drauf an. Bremsen. So. 30 Meter. Geschwindigkeit steigt. 4 Meter. Bremsen. Nicht. Jetzt sind wir Hover Mode. Ah, da waren wir gerade schon. Da sind wir doch schon. Ab hier. Wieso? Sind wir noch 3000? Ach, egal. Frage ich gar nicht nach. Also, hier sind wir jetzt auf dem Mond gelandet. Erstmal Quicksave, das ist richtig, genau. Kurz mal ein bisschen anpassen an die Gegebenheiten. Oh, ist sogar noch besser als gerade eben. Dann, wie gesagt, save nochmal. Dann gucken wir erstmal, ob wir überhaupt noch stehen bleiben. Scheint so, da wir auch uns noch auf diese Dinge auch noch spezialisieren, abstützen. Wir müssen natürlich aufpassen, dass wir nicht zu doll auf unsere Engine kloppen. Aber das schien noch gut zu gehen. Das heißt, jetzt erstmal Soil. Transmit. Nee, nee, dich will ich recovern. Crew. Ne Crew hier unten. Also hier waren wir anscheinend noch nicht. Midlands. Und da wir zum Mond dann eventuell mal Air fliegen, habe ich hier die Dinger auch erstmal für Dings gelassen, obwohl wir hier beim Mond, glaube ich, mehr kriegen. Na gut, ist jetzt auch nicht so das Problem. Take. Take. Und Store. So, dann haben wir das schon mal. Vorhin stand ich auch übrigens mit meinem Bohrer oder mit unserem Bohrer in einem Keyframe-Hotspot. Das hat man dann schon gemerkt, dass man da schon ein bisschen schneller was rausbekommen hat. Extract.
Aber das scheint hier nicht ein Hotspot zu sein. Zwar mehr als wir gerade auf den Positionen an den Polen hatten, wo wir bei Minmus waren. Da habe ich nicht ganz so viel rausbekommen, aber jetzt passt. Könnte schon fast ein Hotspot sein. Also es ist Hotspot ähnlich. Es ist jetzt nicht so bombastisch, aber es ist kein richtiger Hotspot, denke ich mal. Also zu verglichen zu dem, was ich zumindest vorher hatte. Ich habe ja jetzt hier keinen Scanner oben, aber ich sehe ja hier, wie viel ich rausziehe. Und dadurch, ja, sieht ja auch, das füllt sich relativ beim Time Warp, der nicht so hoch ist. Also gerade eben musste ich deutlich länger warten an den Polen. Da sind wir schon wieder voll mit unserer Rakete. Da ist. Bin ich überhaupt ausgestiegen ab Surface Sample? Ich muss das nochmal prüfen. Ich glaube ja. Wird er mir ja gleich sagen. Ah, Dump. Okay. Habe ich schon gemacht. Dann hoffe ich mal wieder, dass euch dieser Part gefallen hat. Ich stelle erstmal unsere Rakete gerade mal wieder richtig hin. Die dürfte ja noch nicht gleich abheben, genau. Dich kann ich also wieder einpacken. Dich kann ich ausschalten. Dann kann ich mal wieder speichern. Und dann werde ich jetzt im nächsten Part, oder bis zum nächsten Part, werde ich hier erstmal ein bisschen rumfliegen. Ein paar Science-Punkte, wie wir gerade eben gemacht haben, wiederholen. Obwohl eine Flagge, ne? Flagge können wir noch platzieren. Ist ja unsere zweite Mondlandung. Obwohl eigentlich unsere dritte. Unsere dritte. Da wir ja mit einem Schiff gelandet sind, das ist hier geblieben. Mit dem zweiten sind wir hergekommen, haben das Ding gerettet, haben es aber hier gelassen. Und sind mit dem anderen wieder zurückgeflogen. Plant the flag. Obwohl, warte mal, wenn ich so lang platziere. Ja, platziere eh wieder, wie du willst. Bumm. Obwohl, diesmal ist es aber richtig rum, obwohl es keiner lesen kann. Dritte Mondlandung. Nach. Was schreibe ich denn jetzt? Nachdem wir erfolgreich Minmus. Wie schreibe ich's? Untersucht haben, sind wir wieder einmal hier zum Mond geflogen, um auch hier Wissenschaft zu. Nee, Wissenschaft nicht, Forschung. Forschung zu betreiben. Habe ich bestimmt falsch geschrieben, aber ich sehe es ja nicht mehr. Read. Betreiben. Nee, ist doch richtig, okay. Ansonsten, das haben wir schon mal gemacht. Hier könnte man ja fast glatt wieder ein Bild machen. Ja, gut. Muss ich entscheiden. Also, wie gesagt, ich hoffe mal wieder, dass euch dieser Part gefallen hat. Ich wünsche euch viel Spaß beim was immer ihr gerade macht und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Euer MC Arsch. Bye, bye.